Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Deadliest Warrior. Ich spiele immer noch in derselben Runde wie letzte Folge. Das bedeutet, die Wand aus Stahl wird weitergeführt und wir werden die blöden Ninjas so zermatschen. Das können wir euch gar nicht vorstellen. So, wo sind sie denn, die guten Freunde? Yeah, baby. Nice victory! Das finde ich sehr schade, weil ich hätte gedacht, die Runde geht noch ein bisschen weiter. Kill, den habe ich schön erwischt. Was sind wir denn? Ninja vs. Viking, da habe ich Bock drauf. Auf derselben Karte. Da werde ich mich dann höchstwahrscheinlich. Ninjas oder den Viking? Gute Frage. Ach, das entscheidet sich. So, jetzt muss ich ja kurz mal ein Schlügle trinken. Das habe ich nämlich in der Pause gerade vergessen. Super. Ja. Schließen wir uns mal an Vikings an. Da sind noch gar nicht freigeschaltet an Waffen. Nehme ich das Schild oder nehme ich die zwei Schwerter? Ne, ich nehme die zwei Schwerter dann. Ninja versus Viking. Ich schätze mal, dass auch jetzt bestimmt einige von denen, die Ritter waren, jetzt mit den Vikings sind. Das könnte also eine ganz gute Runde werden. Also, weil die Ritter hatten, stehen bei uns noch Rüstung und so. Und die hatten ja auch schon. Seid ihr Penner? Boah, wie die Ninjas einfach mal keine Chance haben, das ist der Ende. Was ich allerdings immer noch nicht weiß, wie man den verdammten Schild wirft, das muss ich jetzt gleich noch. Super, richtige Richtung geflogen. Ich weiß immer noch nicht, wie man das Schild wirft. Das muss ich mal kurz nachschauen, nicht böse sein. Keine Ahnung. Vielleicht hiermit? Nein. Ich muss mal kurz schreiben, how to throw shields. Bevor ich da jetzt lange in den bevor ich da jetzt lange nachschaue, also auf G, werfe ich den Rotz. Und es hat komischerweise keine F10 geschrieben. Weil F10 ist die böse Taste, bei dem Spieler geht nämlich nach dem Spiel raus. Und ich zeige euch mal was Lustiges. Ich hoffe, dass es noch drin steht. Party Party! Also, wenn ihr Party haben wollt, spielt Chivalry Deadliest Warrior und drückt auf F10. So. Da ist noch einer. Hallo. Schade. Der hat gar keiner mehr übrig. Na komm, wir gehen mal hoch. Wir hier im Vorbeilaufen vielleicht zufällig jemanden? Nö. Ich schätze mal, dass die dann entweder oben oder ganz hinten auf der Rückseite sind. Ach nee, ui. Wo sind die denn alle her? Fucking Team-Up. Ja, ist halt so, ne? Da wird gekämpft. Und da sind auch Ninjas. Ich denke also ein bisschen was zu tun. Mehr. Meins.
Zwei schöne Hübe, die ein Schild nehme ich mal. Oh ne, zwei Schwerter. Scheiße, sorry. Oh. Wie ist das? Wie sagst du? Das ist ein Fehler. So, okay. Den hol ich mir auch noch. Nein, vorbeigeschmissen. Sehr gut. Das hat sogar halbwegs geklappt, mit meinem Schwert zu werfen. Und mit meinem Schild. Ich glaube, getroffen habe ich ihn, aber nicht getötet. Wenn ich jetzt mein Schild, mein Schwert werfe, habe ich natürlich schnell mein Schwert aufhören. Na, das ist aber nicht die feine englische Art. Gleich wieder in die Mine rein. Da war ja gerade etwas zu erledigen. Aber ich nehme wieder zwei Schwerter. Das zweite Schwert im Kampf ist. Alter, hinter uns! Scheiße. Gut, dann nehme ich eventuell doch das Schild. Mit zwei Waffen zu kämpfen ist übrigens total dämlich. Alter, was hat er denn für ein fucking Problem? Ist der Typ behindert? Naja, von mir aus soll er halt rumhauen. Wer rennt da denn alles, ey? Alter, wie das aussieht. Das sieht so cool aus. Viking Victory! Oh, sehr gut. Ab damit. Was haben wir denn jetzt? Spartan gegen Ninja, Ninja gegen Spartan. Das finde ich gut. Ja, genau, was ich sagen wollte. Mit zwei von Kämpfen ist ziemlich dämlich. Weil man die Koordination so schwierig hinkriegt. Und Hebelwirkungen sind da so unterschätzt. Also ich habe das auch schon öfters mal probiert, mit zwei Schwertern zu kämpfen. Also ich mache ja auch so Mittelalter-Rollenspiel und so. Und das ist so schwer. Das, um das richtig zu meistern, das muss man, keine Ahnung, jahrelang machen, jahrzehntelang. Aber im Spiel ist es halt immer ziemlich geil, muss man sagen. Wenn man da so einen richtigen Flow dann drin hat und sich quasi durch die Gegnerhorden durchschneidet, ist das immer schon ziemlich geil. Ich glaube. Na, ich nehme nochmal. Oh, ich habe ein Schild freigeschaltet. Sehr gut. Dann nehme ich mal einen Ritter. Multi-Team! Den schweren Ritter habe ich eigentlich auch bei Chivalry am liebsten gespielt, weil der halt ordentlich was kann. Komm ich denn jetzt hoch zu dem? Kann ich eigentlich mit dem mein Schild werfen? Nee. The Black Team has taken the lead. Liegt wahrscheinlich auch kacke. Aber diese First Blood-Anzeige, muss ich sagen, die finde ich ziemlich cool. Diese Info-Anzeige. Zwei Schwerter, die da rauskommen, sozusagen. Finde ich ziemlich nett gemacht. Na. Das ist aber nicht die netteste Form, jemanden zu empfangen. Komm her. Jetzt muss ich mich nur mal kurz einen Moment verstecken. The Blue Team has taken the lead. Dass ich mich wieder repariere. Regeneriere, meine ich natürlich. So. So. Alles voll. Tag. Damit hast du nicht gerechnet, gell? Nee, hast du nicht. First place! Willst du noch leben? Ja,
Teamwork. Perfekt. So, und der nächste. Und der nächste. Oh, ein Stern. Noch einer. War zwar jetzt die letzten zwei nicht mein Verdienst, aber ich habe auf jeden Fall mitgewirkt. Wie sie schön in die Bambusfalle gestürzt sind. Sehr gut. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber dass die Leute die immer noch teilweise übersehen. Also ich versuche mich echt von der Ecke fernzuhalten. Wobei ich müsste es eigentlich mal aussetzen. Ich glaube, ich versuche da jetzt mal irgendjemanden reinzukicken. Das geht ja auch mit F, wenn man ja Leute kicken. Wo ist er denn? Da ist er. Nee. Oder? Da. Weiß nicht, ich habe vergessen, wo ist. Nee, da hinten ist die. Genau. Hallo. Dream Team has taken the lead. Scheiße. Alter. Uhu. Einen habe ich. Scheiße. Immerhin. Alter, also es haben mich 5 Leute angegriffen und einen habe ich umgelegt. Ich finde, das ist noch ganz okay. Auf jetzt lauf, mein Freund. Okay, da ist jemand gerade gestorben. Rechts ist noch ein Pirat. Guten Tag. Na, auf wen schießt er? So. 500 Punkte für den Kill. Ist okay. Und was dieses Kill Joy heißt, freue ich mich erst so ein bisschen. Also klar, halt Genuss. Tötungsgenuss. Aber was für ein Genuss ist das jetzt auch nicht. Vielleicht für Kills in der Reihe oder weiß ich. Mist. Komm her. So. Nein, du hast den jetzt nicht erschossen. Boah, wie assi ist das denn? Shit, hat er mich doch erwischt. Ich hab gedacht, er würde an mir vorbeihauen, deswegen ich ein ganz kleines Schrittchen, zur Seite. Das hat er mir nichts gebracht. Ich probier jetzt mal zweihändig in diese Schlacht. Und lass mal das Schild stecken, weil so mache ich einfach mehr Schaden. Jetzt bleib stehen. Scheiße! Das gibt's doch nicht! The green team has taken the lead. Alter! Hör auf, Haken zu schlagen! Und stell dich deinem unvermeidlichen Schicksal. The red team has taken the lead. The green team has taken the lead. Ich habe auf F gedrückt. Warum hat das nicht funktioniert, wenn ich fragen darf? Ja, warum funktioniert es jetzt wieder? Ey, da krieg ich doch ein Raster. Oh, da ist jemand. Oh, jetzt brauche ich ein Schild. Jetzt brauche ich auf jeden Fall ein Schild. Scheiße. Da habe ich genau im falschen Moment ausgeholt. Did they nerf Spartan Harpy? Barbican Arnhem. Ist mir eigentlich auch egal. Spartaner sind immer geil. Egal mit wie viel HP. Ja. Hör auf mich zu hauen. Nein, da hat er mich erwischt. Dumme Sau. Das muss ich jetzt nämlich nochmal kurz rächen. Weil die Folge ist gleich schon wieder vorbei. Das möchte ich noch hinter mich bringen.
Ah, da ist auch einer von denen. Komm her. Ja, schieß ruhig auf mich, blöder Wichser. Ich glaub's nicht. Mist. Und da ist die Folge auch schon vorbei. Wir sehen uns. Bis denne. Tschö.